Es gibt da schon ein paar wichtige Dinge, mit denen wir da in der Rohkost eben arbeiten. Das eine ist mal ganz sicher unser Mandelpüree. Das Mandelpüree, das ist ein Geschenk der Natur an die Menschheit, weil die Mandel ist so reichhaltig, die enthält eigentlich das, was wir brauchen. Sie enthält auch Lecithin. Lecithin ist ein Bestandteil der Gehirnzellmembranen und davon können wir ja nicht genügend haben. Deshalb hat jede Milch eben auch Lecithin drin. Deshalb haben Eier Lecithin, damit da die Jungs, die heranwachsen, eben auch ein Gehirn und eine gewisse Intelligenz aufbauen können. Wir haben den Vorteil, wir können das nachholen mit dem Mandelpüree. Wir haben noch andere weitere Punkte drin. Wir können eben cremige, sämige Soßen und Dinge machen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Die Mandel, das ist ein Geschenk. Dann haben wir natürlich gesucht, wir haben lange mit Honig gearbeitet in der Rohkost. Es ist eben so, dass die Menschen, die zur Rohkost finden, immer zahlreicher werden und mit Honig alle Menschen beglücken, das wird schwierig. Wir haben nach einem Ausweg gesucht, wir haben ihn gefunden, wir haben Apfeldicksaft, Apfel, die magische Frucht bei uns, die wächst bei uns. Aus diesem Apfel nehmen wir den Saft und dicken den ein. Damit haben wir einen Süßstoff, der enthält Kalium, Natrium für die Kalium-Natrium-Pumpe, für die Enzyme. Die Enzyme, das wird nicht mit Hitze, sondern eben tatsächlich mit Vakuum eingedickt und damit können wir nach Herz und Lust süßen. Der Apfel ist eben nicht dazu da, um uns zu vergiften. Das Problem liegt erst dann, wenn wir Zucker isolieren oder sie erhitzen. Im Weiteren auch Salz ist nicht per se schlecht. Salz brauchen wir auch. Wir nennen das Halit, ganz einfach deshalb. Das ist der mineralogische Name für Steinsalz. Wir holen das Salz aus den Bergen, das eingeschlossen ist, enthält 84 Mineralien, so viel man bis jetzt weiß, intakt, die da aus und nicht einfach nur aus Natriumchlorid, sondern da haben wir alles, was ein gesunder Körper an Mineralien eben in diesem Verhältnis braucht, gleich da. Ihr habt ja jetzt eine kleine Auswahl mal, was wir da gebrauchen. Zum Beispiel haben wir hier die Tzatziki oder Meeresspaghetti, wie sie auch heißen. Da nehmen wir mal ein bisschen raus, geben das da rein und geben dann Wasser da rein, die quellen dann auch. Hier bin ich bereits beim Kelp. Das Kelp, das nehmen wir auch, das können wir als Einlage nehmen. Kelp hat einen sehr hohen Gehalt an natürlichem Jod und dieses Jod, das ist natürlich nicht irgendein Jod, wie man im Kochsalz drin hat. Das Jod im Kochsalz, das ist ein Recyclingprodukt von Druckerfarben. Das kommt aus dem Labor, das können wir allerdings nicht gebrauchen. Wir wollen das natürliche Jod hier in den Meeralgen, im Kelp zum Beispiel, das ist sehr sinnvoll. Dann haben wir hier auch eine Meeresspirulina oder Urspirulina, wie sie da heißt, die brauchen wir nicht einzuweichen. Die können wir als Einlage in die Suppen geben, enthält Vitamin B12. Und diese Meeralgen, die haben sehr gute Voraussetzungen, dass wir unser Körperfett, aber darauf kommen wir noch zurück, aufbauen können. Eine weitere Möglichkeit ist, dass wir hier ein gemischtes Meeresgemüse haben oder auch Meeressalat genannt, das wir dann in die Gerichte geben können, eben weil wir da eine sehr hohe Anreicherung haben an Mineralien und Spurenelemente, Vitamine und zum Teil eben auch Chlorophyll. Das da, da kommen wir noch darauf, wenn wir Sushi machen, das sind die Nori oder eben Seetangblätter, mit denen arbeiten wir dann und machen feine Sushi. Da gießen wir jetzt das Wasser dazu, damit wir schön einweichen können, bis wir sie dann gebrauchen. Das gibt uns eine schöne Abwechslung und ich würde sagen, es ist ein bisschen ein Liebhabergemüse. Und da darf man ohne weiteres mal in die Tiefe des Meeres abtauchen. Da hat es viel Interessantes.